Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein weiterer TFC-Cast. Erstmal ein richtig fettes Dankeschön für das wunderbare Feedback, was ihr mir da gelassen habt. Das Video war extrem beliebt. Also wirklich sehr, sehr, sehr positiv überrascht gewesen davon. Solo musste ich jetzt hier mit dem Dash-Start begnügen, leider. Ich habe mir überlegt, dass ich am besten am Anfang einmal die Standing zeige. Solo ist aktuell 14. Nur die ersten 8 qualifizieren sich für Sonntag für das große Finale, wo wiederum aus der Top 8 die Top 5 dann zur Weltmeisterschaft fährt. Das heißt, in lauer Stellung, aber 6 Punkte aufholen in 3 Games ist extrem hart. Es ist machbar, aber Solo muss jetzt tatsächlich eher für Place 1 und Place 2 spielen. Er hat heute in den beiden Partien, die ich nicht kommentiert habe, die habe ich mir natürlich trotzdem angeschaut, um auch so ein bisschen zu sehen, okay, wie fühlt er sich heute? Hatte gute Rolls dabei, sah teilweise echt in Ordnung aus. Hat allerdings leider in einer Partie, wo er Zweiter hätte werden sollen, Hegeri mir die Short gestellt, ist dadurch Vierter geworden. In der Partie davor hat er eine übel krasse Blitzcrank-Hook-Item mit Sapphire Cop gespielt, aber wurde dafür leider nicht gänzlich belohnt am Ende. Ansonsten hier Astral oder Lagoon Opener mit Armor dabei, das ist decent. Ansonsten in der Lobby kein weiterer Deutscher vertreten, das heißt, wir konzentrieren uns heute voll auf Solo-Gesang. Kleiner Blick noch auf die Standings, der beste Deutsche aktuell sei, wie der ja auch den Spatula Cup Number 1 gewinnen konnte. Aktuell, oh, warte mal, das ist nicht ganz aktualisiert, sorry dafür. Solo trotzdem auf der 14, sei wie auf der 6. Wobei eigentlich wäre er 5. nach meiner Rechnung hier, ich weiß nicht genau, was hier passiert ist. Hat aber keinen Einfluss auf Solo, das heißt, sei wie auf Kurs am Sonntag, was ich euch dann natürlich auch wieder präsentiere. Ich hoffe, das Internet in der Straßenbahn setzt jetzt nicht aus. Ich drücke die Daumen. Was haben wir hier? Wir haben Lilia. Lilia geht hat die so jetzt ein bisschen aufstrebende Komp, weil Yone jede Lobby gespielt wird. Manchmal sogar von mehreren. Und dadurch viele Two-Course-Champions quasi rausgekauft werden. Was wiederum natürlich dann hilft, Lilia selbst auf 3 zu bringen. Von den Items her ist eher Titans und dann Hand of Justice hinten raus. Oh nee, Prismatic Lobby. Heißt im Grabback wahrscheinlich. Wobei Radiant Relics. Ich meine, er hat keine klar vorgegebene Comp, würde ich sagen. Er hat Guardian, er hat den Israel als Option, als Backline. Er kann aber auch Astral Economy starten oder Lagoon Kaiser, wenn es sich anbietet. Zwei komplette Items, 2 Reforger. Wäre wahrscheinlich zu risky. Ich kenne die Winrates von den Prismatics leider nicht so gut. Ich denke aber, es wird Radiant. Da sind wir auch. Und dann ist es wahrscheinlich die Fist of Fairness. There we go. Dann Nidalee Carry mit Fist of Fairness, Titans und Tier Richtung Shiyu Siphon als Option. Geht aber genauso gut auch zum Beispiel Olaf. Was aber allerdings, wie gesagt, schwer zu spielen ist. Er hat auch Scalescore und Lilia als Option. Entscheidet sich hier aber für den Astral Economy Opener. Denke ich auch die richtige Entscheidung. Könnte jetzt hier in der Theorie, hätte man noch überlegen können, Statics, Winstreak zu spielen, aber es ist viel zu risky, weil wenn einer True-True hat oder so, dann ist es sehr schnell over. Das ist ein absolut astronomisch kranker Start. Der hat Seri aus der Box getroffen und war trotzdem in der Lage, Thalia und Malphite auf 2 zu bringen. Ich bin keiner schockiert. Solo mit minus 6. Und Lagoon Crown hat auch, er kann auch Esri zum Beispiel spielen. Das ist jetzt natürlich bitter. Aber das ist Scalescorn eigentlich jetzt. Also entweder es ist Olaf oder es ist Scalescorn mit Lilia oder Braum als Carry. Aber er spielt quasi wegen dem Loose in Runde 1 jetzt Astral weiter für Economy. Und wechselt dann, wenn er den Braum wieder. Ach, den Braum hat er sogar noch. Boah. Olaf für Skana? Nee, Olaf für Malphite, ne? Kann ich ganz nachvollziehen, warum er nicht Olaf für Malphite spielt. Vielleicht, um das Line-Up künstlich schwach zu halten, damit er auf jeden Fall verliert. Auch der hier mit Nidalee 2 und Malphite 2 gesegnet worden. Olaf hier zu spielen, hat natürlich den Vorteil, dass wenn er stirbt, du schon mal die AD stackst. Jetzt die beiden Asteroids gesellt, um hier sicher die Units mitnehmen zu können. Er hat wahrscheinlich überlegt, ob er hier den Ezreal, die Twitch nicht vielleicht mitnimmt und Ezreal mitnimmt, aber ich denke, das ist hier ein sehr gutes Scalescorn-Opening. Ist halt ein bisschen unattraktiver, weil in der Lobby, in der ihr jetzt unterwegs ist, die Lobbys wurden vor Game 3 quasi wieder neu geschuffelt, sind sehr viele Yone-Spieler dabei. Das ist leider alles nichts, ne? Also er hat keine 10 Gold, weil seine Bank so teuer ist, weil er schon alles gehittet hat, was er braucht. Aber er spielt gleichzeitig Economy über Astral. Jetzt oder für Malphite, das ist richtig. Um Stacks zu sammeln. Weiß tatsächlich nicht, wie gut Titans in der Scalescorn-Comp ist.
Wobei, du kannst auf Pantheon wahrscheinlich sehr gut spielen. Von 1 bis 10, wie hyped bist du auf Set 8? Sehr hyped. Auf dem Zweitkanal findet ihr auch meine Reactions zum Spoiler-Video von Riot. Und hier haben wir den ersten. Knife's Edge, Shiryu Siphon oder natürlich Scalescorn. Also sehr ähnlich wie bei ihm. Das sind die klassischen AD-Openings, wo halt eben alle Optionen da sind. Mit Knife's Edge spielt man normalerweise Windstreak, aber in der Prismatic Lobby kannst du damit halt tatsächlich auch mal verlieren, wie wir sehen. Aber Solo mit sehr viel AP-Verlust. 82. Wait. Was ist mit unserer Bank passiert? Also er musste auf 10 Gold gehen, das sehe ich. Und er hat die Scalescorn gedroppt, ne? Triple Spatula. Spatula, Swiftshot, Ione. Ist wahrscheinlich der Play, ne? Boah, ist nicht der Play für ihn. Das heißt, er ist committed in seiner Comp. Rapid Fire kennen Olaf. Aber ich bin ein bisschen irritiert, weil ich nicht ganz verstanden habe, warum jetzt Raum und Lilia raus mussten. Guckst du Server vs. Wilder? Nein. Ich fand die Aussagen teilweise einfach schwer zu ertragen. Okay. Double Narsus, Double Malphite, Double Nida, Double Skarner. Zumindest den Vladimir mal 2. Jetzt natürlich das Problem, wenn er jetzt gewinnt. Oh mein Gott, Double Estrid 2, Qiyana 2, Rell 2, was bin ich sehend? Und der Junge hat trotzdem nur 88 HP. Oh, Birthday Present. Gain a 2-Star Champion and 1 Gold every time you level up. The Champion Tier, your Champion minus 4. Okay, das heißt, der hat jetzt den Estrid dann nochmal auf 2 bekommen. Das heißt, der hat 8 Estrids. Boah. Ja, ist jetzt sehr unangenehm für Solo, ne? Also, er ist auf 74 HP, das ist ehrlicherweise ein Desaster. Der andere, der so low ist, also, er hat natürlich gut gescoutet und sich hier jetzt nicht in Ione reinbaiten lassen, I guess. Aber let's be honest, er hat gar nichts. Er hat offiziell gar nichts. Wir haben den Lagunenspieler, der auf Kaiser. Nee, das sind keine Kaiser-Items. Das sind Drake-Items. Deja Baby, aber eigentlich sind das auch Shin-Items. Spielt er wahrscheinlich als Placeholder. Hat sich für den Spatula entschieden. Entweder noch ein Lagunenemblem oder wahrscheinlich Mage. Und jetzt ist natürlich das Riesenproblem. Jetzt haben wir quasi Pull-Lose-Streak gespielt. Was okay ist. Und jetzt gewinnt Solo diesen Fight allerdings. Was dann dazu führt, dass er nicht das extra Gold in der Golems Round kriegt. Und er hat tatsächlich jetzt den einzigen Gegner bekommen, gegen den er verlieren kann, nämlich Kenobi, der noch Level 4 geblieben ist. Solo mit einem Desaster-Start. 74 HP, kein Full-Lose-Streak, nichts auf Tier 2. It's horrible. It's simply horrible. Items sind immer noch gut. Na, das darf man nicht vergessen. Also item-wise geht da noch was. Für Olaf fehlt halt doch eine ganze Menge. Also er nimmt auch die Diana und die Lilia wieder nicht mit. Also er will scheinbar nicht Scalescorn gehen. Idas, okay. Jetzt hat er gerade die Narsus gedroppt. Ey, das Spiel meint es nicht gut mit ihm. Rapid Fire Cannon ready. Idas Olaf. Mit 4 Guardian, maybe. Ein Malphite droppen. Sogar 2. Vielleicht Switch auf. Ne, SAP spielt sie nicht mit Idas. Träne schwer zu verwerten. Wird halt ein zweites Hand of Justice. Und es ist Gambler's Blade. Na, könnte schlimmer sein, ne? So, jetzt Olaf Second Row, Gambler's Blade, Fist of Fairness. Und er kann nur Narsus spielen.
Als zweiten Guardian. Hat was der Ione? Nee. Okay, Skana mit Titans ist, denke ich, der beste Call hier. Weiß nicht, ob man hier... Nee. Muss jetzt eigentlich auch High Gold spielen, um Gambler's Blade Worth zu machen. Andererseits muss er in 3, 2, 6 gehen und runterrollen für... At least mal Ione 2. 2 extra Gold aus dem Item ist not bad. 3 sogar. 3 extra Gold, we take those. Kann dann durch 50 Gold gehen. Okay, also der Ida's Drop, der hat jetzt hier echt gerettet. Tiny Titans. Kann er jetzt eigentlich nicht nehmen, weil er nicht mehr Loose Streak weiterspielen kann. Cybernetic Shell geht eigentlich als das Schwächste der Cybernetic. Wahrscheinlich ist es eher für State Kids. Könnte über die 4 Guardian-Variante ganz strong werden hier. Ist aber auch in Jade Whisper spielbar dann zumindest. Das Problem ist, Tiny Titans könnte er zum Beispiel nehmen, wenn er hier Top 5 spielen will oder so. Aber er muss eigentlich aggressive für First oder Second spielen. Er entscheidet sich für Shell. Doppeljax im Angebot. Spielt aber lieber den Narsus für Guardian. Aber der Jax wäre der 5. Schimmerscale. Da guckt man zumindest eigentlich, was das Item ist. Bisschen überrascht, dass er nicht checkt. Wahrscheinlich hat er bei wem anders schon ge- Oh mein fucking Gott. Ja, das war halt Triple Spartola im ersten Roll. Das heißt für die Swiftshot-User natürlich godlike. Ho! Da hat das Item aber auf einmal gegönnt. Ja, Olaf darf sich offiziell gar nicht bewegen. Die CC wird hier... CC wird besser gechained als in manchen High-Edo-Games. Ja, und jetzt hat das Goldmancer Stuff, ist es. Packt man auf Idas, wenn man keinen hat, einfach weil jedes ein interessantes AP-Scaling mitbringt. Das bedeutet, er heilt sich selbst mehr und schildert die anderen mehr. Das kann jetzt hier einen starken Idas spielen. Ich denke, das wäre die Runde davor auch schon... Als hätte in der Runde davor dazu führen können, dass er gewinnt. Ich denke, das war leider ein kleiner Missplay. Jetzt die Frage, ob er den Nah mitnimmt, um sich Shu Yu Siphon offen zu halten, weil Ione offensichtlich contested ist. Und das wird von dem Setup jetzt dann nicht mehr... Das habe ich auch noch nicht erlebt. DC also. Gibt uns die Möglichkeit, einmal über die Boards zu gehen. Wir haben... gucken wir mal links. Also, Noel spielt 4 Swiftshot mit, wenn ich es richtig gesehen habe, Double Swiftshot Emblem auf Ione und Wukong. Es wird hinten raus Ione und Olaf werden. Dann haben wir ihn hier mit Double Knife's Edge. Also, die Frontline Units haben insgesamt 50 extra HD. Sehr gut in Shiryu Siphon. Vultariux wiederum spielt Birthday Present mit Electro Charge, hat den S-Ray 3 am Start. Damit spielt man normalerweise Guardian, aber er muss eigentlich einfach das spielen, was er kriegt aus seinem Birthday Present. Das war unter anderem Ray. Kiana hat mir auch schon gesehen. Wusste denn, da ist sie. Dann Martell Laster Volta ist unterwegs mit der Lagoon Crown und auf 84 Stacks. Das ist ordentlich. Deswegen natürlich den Reforged rausbekommen. Und spielt Doppel-Lagunen-Emblem mit Volibear und Senna aktuell, was sehr schlechte Lagunenhalter sind. Will aber das Shimmer-Scale-Item aktuell noch weiterspielen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, um ehrlich zu sein. Dann haben wir Z10 Travixvar, der mit Cybernetic Implants unterwegs ist, normalerweise im Windstreak-Walk und ist trotzdem nur mit 76 HP dabei. Casey Double wiederum, sehr, sehr erfahrener Spieler, ist auch gerade in der Top 8, also könnte sich fürs Finale qualifizieren. Ist mit Preparation dabei, ist sehr beliebt im Hilo und Canon ja hart tatsächlich. Könnte Richtung Graves gehen, spielt aber die Darkflight-Variante. Ist Nomsi Canonier. Nomsi's Canonier könnte eine etwas interessantere Comp werden von ihnen. Und Kenobi wiederum spielt ebenfalls Swiftshot Emblem, allerdings ohne Augment, das heißt nur mit einem Ione. Das bedeutet aber auch für Solo, wenn er Olaf geht, ist er... doppelt contested.
zumindest in seinem Jona. Das heißt, ich ahne. Er disconnected schon wieder. Das Internet scheint nicht mitzumachen. Ich weiß gar nicht genau, wie die Regel ist, wie lange die Spieler jetzt warten. Man will natürlich auf gar keinen Fall, dass jemand hier wegen so einer Variante rausfliegt. Blick auf die Tabelle. Zeigt sich auch, er ist aktuell auf Platz 5, also in einer sehr aussichtsreichen Position. Auch wenn das hier aus meiner Sicht immer noch buggt ist in der Reihenfolge. Wird hier allerdings auch nicht fix zum aktuellen Zeitpunkt. Aber mit den 36 müsste er nach meiner Berechnung eher so auf Platz 9 oder 10 liegen. Der Cap, er wäre hier, der wäre noch drüber. 10, oder? Man weiß nicht genau. Oh! Neue Blumen. Ach, die sehen aber hübsch aus. Ich habe gerade Pause, Leute. Ich sag kurz meiner Freundin hallo. Dann habe ich ihr da die Leckerlis hingemacht und sie kann die Leckerlis so spielen, dass sie mich verlassen. Und ich habe auch ein gleich. So. Ja, bitter. Okay, reconnected. Das heißt, es geht weiter. Wir blicken weiter auf Solo. Also er hat natürlich jetzt die Chance, über neue Economy-Wege hier zu verfügen. Das Itemscape ist 80 Gold. 80 Gold zu halten ist natürlich oft kein Ding der Möglichkeit, um ehrlich zu sein. Aber sein Olaf macht tatsächlich Work, ist sehr gut unterwegs und kann dementsprechend hier jetzt auch jede Runde sein Gold einsammeln. Twitch, erzählt mal mit, wie viel Gold uns das Item schon gebracht hat. Aber ich glaube, es war eine ganze Menge. Ich gehe mal nochmal auf Fist of Fairness. Fist of Fairness gibt 40 AD oder und AP. Und verdoppelt einen dieser Werte auch noch. Das ist natürlich jetzt bitter. Noch ein Spatula. Ich ahne, dass hier der eine oder andere wahrscheinlich sogar einen Spatula noch übrig haben wird. Solo darf sich jetzt bewegen. Und geht tatsächlich hier für den für Armor, um Sunfire zu combinen. Das war seine einzige offene Component mit dem. Es könnte auch tatsächlich sein, dass er stattdessen sagt, nee, ich gehe hier tatsächlich in diesem Fall lieber für Protector's Claw, Protector's Bau, aber das werden wir gleich sehen. Der zweite Ida ist interessant. Er geht auf 7. 3-5 Rolldown zu spielen, ja, halte ich für sehr risky. Er hittet den Pantheon. So, und jetzt wird sich zeigen, will er hier Warrior spielen oder nicht. Er nimmt zumindest den Ione mit. Nimmt den Pantheon mit. Und das ist ein Terra-Hit. Das ist ein Terra-Hit, meine Damen und Herren. So, und jetzt wird es schwer, ne? Weil das Line-Up jetzt aufzustellen ist sehr schwer. Ich denke, er geht auf Shimmer's Gate 3. Damit Idas trotzdem vorne. Olaf nicht auf dem Feld. Sondern stattdessen den Jax. Ist auf Shimmer's Gate 4 dadurch. Spielt kein Guardian mehr, sondern stattdessen den Jax. Und hat immer noch Double Bruiser. Mit dem Ione 2 über dem Pantheon. Versucht jetzt nochmal Gold zu verkaufen. Damit der Jax. Damit der Olaf extra Attack Speed bekommt. Der holt sich ja nochmal 2 Gold raus. Wenn man die einsammelt, wird die Attack Speed im laufenden Fight aktualisiert. Terra natürlich jetzt brutal hier. Naja, also nimmt vor allem diese Damage Reduction, ist sehr, sehr hilfreich. Kann dadurch jetzt hier noch weiter eskalieren. Das Sunfire Burn ebenfalls, das ist ein sicherer Win. Und das ist jetzt natürlich ein sehr interessantes Setup. Na, also Double Drake tatsächlich more or less for free. Board auf jeden Fall stabilisiert aus meiner Sicht. Das heißt, vielleicht die Option nochmal Economy aufzubauen und 8 zu gehen und 4 Drakes zu spielen. Plus, wenn wir nochmal als Prismatic als letztes Augment kriegen, könnte es Drake Soul werden. Und dann reden wir auf einmal über ein Place One. Olaf nicht aufs Feld zu stellen, überrascht mich ein bisschen, aber kann sein, dass er hier Last Second da nochmal wechseln will. Holt sich nochmal das Gold zusammen, ist jetzt auf 32, dadurch der Olaf auch mit soliden Textbildwerten von 1,35 hier unterwegs. Kann euch leider das Item hier nicht zeigen, wenn meine Cam drüber ist, aber wisst ihr was, mein Face ist gar nicht so spannend. Ja. Zwei Effekte kriegt man, keiner davon wird verdoppelt. Aber wir springen hinein in den Fight. Also, es ist tatsächlich Jax wieder auf dem Feld. Olaf dafür ganz in der Ecke. Möchte ihn da besser positionieren. Schon wieder 2 Gold, die rausdroppen. Also, muss man echt mal überlegen, ne? Das ist eine Chance von 7% auf jeden Auto-Attack. Ja, das wird sehr schwer. Der Estuary 3 ist zu strong.
der Seju CC knackig mit Qiyana, die ja ebenfalls immer die CC rausholt. Das hier wird wahrscheinlich Deja am Ende hier von dem Gate-Setup, aber da werden wir nochmal sehen. So, Lauf 58 HP, aber ich glaube, es ist kein Moment, wo man komplett unzufrieden sein muss. Ist es möglich? So, er nimmt den Jax raus, weil er überlegt, dass er den verkaufen könnte. Um halt eben dann doch Guardian zu spielen, was hier, denke ich, auch besser ist. Er will den Olaf sterben lassen, deswegen stellt er ihn hinten alleine, sodass die 5 Wölfe um ihn herum gehen. Er hat aktuell 20 Bonus-AD übers Sterben bekommen. Ja, der Olaf hat nur leider ein bisschen Life-Leech, stirbt trotzdem netterweise weg. So, und jetzt ist die Frage, ne? Auf wie viel Gold gehen wir? Sind auf 50 gegangen. Hekarim gehittet, Shiyuyo gehittet. Siphon gehittet, könnte Switch sein, geht er nicht mit. Nimmt stattdessen Idas. Spielt also nicht Shiyuyo Siphon, sondern 4 Drakes. Das bedeutet, oh, jetzt nimmt er doch den Siphon mit. Jetzt Double Deja, jetzt der komplette Switch auf Deja. Hat deswegen auch die Leona mitgenommen, um sich die Option für 4 Mirage offen zu halten. Mirage aktuell hier Spellsword, not bad auf Deja. Der komplette Switch, also jetzt natürlich in die Ecke stellen, aber so, dass er trotzdem die Damage Reduction kriegt. Nochmal eine Träne oben drauf. Die könnte... Ah, die hilft ehrlicherweise als letztes Deja-Item. Das heißt, die verbaut man hier noch nicht. Mein Hund ist auch ganz aufgeregt. Glaubst du so, du schaffst das? Ja, die kommt gleich wieder. Beruhigen Sie sich. Meine Freundin war gerade da. Das ist der Hype groß. Okay, kein Ascension oder so. Das heißt, Deja tut sich hier schwer, allein an der Leona vorbeizukommen. Extra AP natürlich, aber dadurch trotzdem Scaling am Ende des Fights. Und das sollte hier tatsächlich reichen. Schöne Transition gespielt. Immer noch mit der Option für 4 Drakes und jetzt Drakes Soul. Oh, ist leider Gold Augment als Last. Das ist nicht ganz so geil. Jetzt wird, was für ein Item geht das? Gar kein Special, also kein Aura oder True Damage Effekt. Celestial Blessing ist hier, glaube ich, nicht der Shit. Aber er nimmt es trotzdem. Best of the rest, wie man so schön sagt. So, jetzt könnte er natürlich 8 gehen, Shiyu spielen. Das wäre eine Option, aber damit zerschießt er sich die Economy und hat dann eigentlich keine Chance mehr für Aoshin zu fischen. Macht er aber trotzdem jetzt. Kann dadurch Leona wieder reinspielen, weil er für 4 Drakes einen Item-Slot mehr bekommt. Ich denke, Leona blockt hier vorne, Shiyuyo auf dem Feld. Er hat jetzt wenig Möglichkeiten, tatsächlich in der Aufstellung zu variieren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, er variiert in dem Fall so, dass er hier vollstellt, um diagonal zum Enemione zu stehen. Schön gesehen, schön umgesetzt. Extra Gold nehmen wir mit. Was ist los, Maus? Was ist los? Du bist ganz aufgeregt, ne? Ja, ich weiß. Die kommt wieder, keine Sorge. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, es ist so spannend. Es ist so spannend. Ich muss mich mal kurz umhalten. Du bist ja so eine Feine. Ja, ich weiß, du bist auch. Okay. Deja 2 wäre natürlich jetzt sehr wichtig, wenn wir Deja als Carry erstmal weiterspielen. Was wir wahrscheinlich jetzt auch machen. Kann mich auch so hinsetzen, dass ihr einen Hund seht. Guck mal. Ja, das ist ein Kinderbett für einen Hund. Das seht ihr völlig richtig. So, Deja kann das jetzt allerdings wahrscheinlich alleine nicht mehr carry, ne? Ah, wobei... Also der I, das ist wirklich übertriebenst tanky hier. Du bist ja aufgeregt, Mause, ne? Aber du musst dich leider noch kurz gedulden. Celestial Blessing tatsächlich deutlich besser, als ich dachte, weil er quasi über sein Radiant-Item die ganze Zeit so viel hat, dass er permanent ein sehr, sehr solides Schild hat. Mm-hmm. Oh, schade. Wenn das hier ein Drake-Haushalt gewesen wäre, wäre es natürlich sehr krass gewesen. Oh, sieh. Anaplatz. Eine Rolle. Rolle. Fein. Was ist? Turn around. Na du, fein. Na hopp. Hopp.
Ja, da oben ist es. Hopp! Und jetzt die Farbe. Guck mal, wenn ich dir zeige, ist da noch ein Sieg. Nicht so der? Hopp! Lass mir. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist aber nicht das Board, was ich sehen sehe. Also jetzt mit 58. Oh, zweiter Terra-Hit. Zweiter Terra-Hit. Terra 2, auf jeden Fall der brutalste Wincon. Sehr, sehr geil. Wieder aufs Game fokussieren? Nee, tatsächlich gehen Lebewesen überraschenderweise über Gaming vor. Ob ihr es glaubt oder nicht. Ah, wieder Gold gedroppt. Nehmen wir mit. Boah. Der Gray ist natürlich eine Maschine, ne? Also da kann selbst unser Idas nichts machen. Terra jetzt allerdings, der hat auch nochmal die Damage Reduction drauf. Dadurch jetzt das ausgeschaltet worden. Das wird hier auch wieder reichen. Tristana kann da auch nichts machen. Ganz starke Kiste. Ganz, ganz stark. Okay, also wir sind in einem okayen Spot, ne? Ein Terra, ein Aoshin und dann kann das hier tatsächlich in alle Richtungen noch gehen. Oh, den Yasuo-Hit habe ich tatsächlich auch verpasst. Der kam aus dem Karussell-Agis, ne? Weil der hat noch die Armor dabei. Er könnte ja natürlich jederzeit Protector's Vow slammen, aber er will sich noch die Option offen halten, ob er nicht den Spear kriegt, der tatsächlich wichtiger wäre. Stage 4 kann kein Drachenkarussell sein. Vollkommen richtig. Erst nach dem Treasure Deck sind Drachenkarussells überhaupt möglich. Ich denke, er stellt ja wieder Last Second um. Jedes auf dem Feld scheint gegen seine Gegner. Oh, wobei, nee, tatsächlich. Oh Gott, die sind alle sehr Frontline-Heavy wegen Knife's Edge, ne? Bin ich gespannt, ob er das so halten kann. Steht jetzt allerdings perfekt gegen den Estuary-Spieler, der mittlerweile aber auch ein Guild-Emblem bekommen hat. Sehr Lucky Roll tatsächlich für ihn. Kann dadurch natürlich hinten raus vor allem noch stärker Daedra spielen. Potenziell jemand, der also auch die Drakes contesten könnte. Also zumindest in Daedra. Idas tankt das überragend lange, ne? Holy shit. Also Idas kriegt auf jeden Fall ein Fleißsternchen von mir. Genauso wie man sich auch und du kriegst auch ein Fleißsternchen. Ja. Überragend. We're in it, boys. Solo Gesang auf dem zweiten Platz. 58 AP, Winstreak und jetzt gibt's noch ein Radiant-Item. Und jetzt muss er natürlich überlegen, nehme ich hier den Giant Slayer? Ist actually sehr, sehr strong, haben wir tatsächlich im Turnier von ihm schon gesehen. Überragend. Nimmt er mit. Und Daedra 2. Und Remover. Boah. Noch eine Stoneplate ist es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich hier die Variante über Protector's Vow mit QSS. Aber Shroud könnte auch Wurf sein. Ja, es ist wahrscheinlich Shroud und dann der Chalice. Oh, er geht doch für die Stone. Ah, weil Hand of Justice natürlich gerade mit Celestial Blessing auch nochmal viel, viel besser ist. Komplett richtiger Call. Rolldown muss er jetzt gar nicht spielen, er ist stabilisiert. Was ein Thriller jetzt. Also Terra hätte natürlich gerne die Idas-Item, aber ganz ehrlich, unser Idas, der zählt für zwei Terras, ne? Also was der hier wegtankt, ist wirklich überragend jede Runde. Und jetzt sehen wir hier mit dem Giant Slayer, ne? Da kommen 40% Bonus-Damage und wenn der Gegner 1900 Max-Safe hat, sind 70%. 1900 ist auch kein krasser Wert, ne? Also selbst der Aurelion Sol da hinten hat 1400 schon. Und das ist ein Drake Stufe 1. Ne? Jetzt wird hier ordentlich aufgeräumt. Oh, die Zoe-Ult ist natürlich extrem toxisch. Aber das sieht so aus, als wäre Solo hier mit der Chance, Level 9 zu gehen. Er ist stabilisiert, er hat eine gute Economy. Er ist auf 30 Gold. Er kann 40 gehen, er kann 5-5-9 gehen. Und dann für Aoshin rollen und First Place holen. Gucken wir mal auf die konkurrierenden Boards. Das hier ist Guild Estuary. Der muss immer noch wechseln. Der hat seinen Wechselmoment eigentlich fast schon verpasst. Er hat Bar 2 gehittet über den... über Birthday Presents. Das ist nett, aber das ist by far nicht die beste Legendary, die du hier auf 2 kriegen kannst. Der hat einen Drake-Shop, aber er weiß auch, er contestet damit in fucking Solo-Gesang rein. Casey Double wiederum ist natürlich jetzt hier mit dem Raiden-Item auch relativ happy. Ist nochmal Eternal Whisper geworden. Spielt die 6 Cannonier-Variante übernommen sie, wie angesprochen. Aber Solo von den Boards mit den besten Ceiling. Also Drakes haben das beste Late-Game, was es gibt. Schön jetzt hier, dass nicht Daedra getroffen wurde mit dem Sapphire wird hinten raus aber gefährlicher, weil Sapphire ist da natürlich immer auf diese
Damage Reduction Felder von Terra gesetzt werden, aber wir sehen hier, wie krass sich hier tatsächlich unser Deja Gegenheit, ne, gegen den Seifen wird da ordentlich ausgeteilt. One-Shot Incoming von Yasuo und das war knackiger Schaden auch, ne, auch das jetzt ein ganz wichtiges Ding. Lobby-Tempo erhöhen, indem er viel Damage macht. Wie angesprochen, 5-5, Level 8 ist, Level 9 ist drin. Gucken wir auf weitere konkurrierende Boards. Das hier hat auch ein hohes Ceiling, hat Seraphine 3 gehittet mit Double Siegs und vor allem auch Blessed BT. Ich würde sagen, das hier ist ein Rank Place 1 Lineup, allerdings sehr teuer gewesen. Ne? Wir merken, es ist immer noch Level 7, mit der guten Chance für Seraphine auf Level 7 geblieben. Cybernetic Uplink gilt als bestes Augment in dieser Comp. Cybernetic Implants ebenfalls sehr, sehr strong. Das heißt auf jeden Fall, den hier müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir darüber sprechen, wer diese Runde außer Solo Gesong gewinnen könnte. Kenobi wiederum, Swiftshot, Jonas, 3-Star gehittet. Olaf natürlich nicht 3-Star, aber den Varus interessanterweise als Warrior hier ebenfalls sehr stark dabei. Wenig Zugriff auf die Enemy-Backline für Solo, er muss quasi die langen Fights gehen und da brilliert natürlich ein Rageblade Yone. Das heißt, diese Comm sollte aktuell noch stärker sein. Das ändert sich erst mit Aushin 2, dass man tatsächlich sowas contesten kann. Denkt aber dran, nur 20 Gold. Auch hier Level 7. Das heißt, auf Level 9 kann Solo noch eine Unit mehr stellen. Das wird ja, denke ich, wahrscheinlich der Bart werden. Bart wäre Classic Add. Andererseits wäre Rakan für Guardian und Mystic hier wahrscheinlich besser, weil er wahrscheinlich immer noch Idas als Main Frontline setzen wird. Ja, kann man drüber diskutieren, was jetzt hier am besten ist, weil das Schimmer-Scale-Item ist nicht so mega geil. Das heißt, man könnte sogar überlegen, Idas zu droppen, aber dafür bräuchte er echt noch mehr Gold, als er jetzt tatsächlich hat. Gunblade ist es hier. Gunblade Best, Archangel Second. Oh, er sieht's anders. Was sieht er? Ionic! Ihm fehlt Whisper natürlich in der Comp. Er kann quasi also nicht die Resistenzen des Gegners verringern, hat kein Static in der Comp und entscheidet sich hier für Ionic Spark, um in der Lage zu sein, im Late Game die starken Tanks quasi killen zu können. So, und jetzt die Frage, geht er jetzt auf 9 oder sagt er, ich sacrifice HP und gehe erst in 6-1 auf 9 mit der Option. Aber er hat auch den Bart als Ed, ne? Ah. Boah, schwieriger Call. Das Problem ist, wenn du jetzt 9 gehst, hast du 2 Gold zum Rollen. Das heißt, du triffst Aushin dann trotzdem nicht und Aushin 2 auch nicht. Er weiß, die anderen Boards sind so gemaxt, dass er aus meiner Sicht Aushin 2 braucht, um hier für First Platz konkurrieren zu können. Das heißt, stattdessen wahrscheinlich besser die Option zu sagen, nein, ich gehe erst in 6-1 tatsächlich auf 9, um dann auch noch Gold zu haben, um für Aushin zu rollen. Kleiner netter Nebeneffekt ist, dass natürlich sein Item mit Gold scaled, das heißt sein Schimmer-Scale-Item, das ist aktuell, kriegt er darüber auch mehr Attack-Speed. Boah, fast der One-Shot hier von Deja gegen Shyvana, da prockt natürlich der Giant Slayer maximal. Und jetzt brauchen wir noch eine gute Deja-Ult und die kommt auch, ganz wichtiges Ding, gegen jemanden, der schon Level 9 ist, der sein Gold ausgegeben hat. Solo mit der besten Economy im Game, hat jetzt auch den Bart, ist ja die Frage, Rakan als Ad am Ende? Wahrscheinlich höher zu bewerten, wegen dem Idas, wie angesprochen. Aus meiner Sicht, ja, gäbe es halt eben auch die Option, da nochmal das Ganze ändern zu wollen. Das ganze Item hier ist Geld bis 80 Gold, kann ich euch leider nicht zeigen wie in der Webcam, aber so sei es. Das spielt aber jetzt Solo auf 9. Ich denke, Rakan ist best fit, ne? Du kriegst Mystic rein wegen Xiuyu und Guardian wegen Idas. Alternativ wäre Bart, da kriegst du nur Mystic, kriegst aber noch den Gate-Effekt, wo du nochmal 2 Mana pro Auto-Attacks bekommst, was actually huge ist. Yasuo bringt das Ionic Spark auch tief in die gegnerische Backline. Das ist sehr, sehr angenehm. Terra wird jetzt hier hinten gehalten. Das ist sehr angenehm, weil dadurch wird der Enemy Carry tatsächlich eher in die Richtung schießen. Und Deja hat hier den Vorteil. Die Zoe Ultimate war sehr gut für den Gegner. Aber das wird wieder ein Fight sein, den wir gewinnen. Einfach bei diese Deja Ults, ne? Holy shit, 2 Radiant Items auf einer Unit. Und das ist tatsächlich das aus hier. Wichtiges Ding. Immer noch sehr, sehr guter AP-Bars. Six Cannonier hat sich ebenfalls stabilisiert. Und jetzt sind wir in einem sehr, sehr guten Spot. Nochmal Stoneplate ist natürlich bitter, ne? Triple Stoneplate ist jetzt nicht unbedingt das, was man spielt. Ich denke, der beste Call wäre jetzt Remover. Ach, Remover kannst du eigentlich nicht spielen. Hier wäre halt ein besseres Item als Rapid Fire Cannon durchaus wünschenswert gewesen, aber man kann es sich nicht aussuchen. Was ist mit Remover auf Idas? Terra 2 Frontline, Double Stoneplate, Sunfire. Oder einfach Terra eine Stoneplate geben und Idas die Items weiten lassen. Ja, jetzt kommt der Level 9 Push. Jetzt haben wir 38 Gold und jetzt wird überlegt, wie weit rolle ich jetzt? Okay, das ist kein guter Roll. Das ist auch kein guter Roll. Das ist auch kein guter Roll. Das ist ein scheiß Roll. Shyvana. Boah, aber kein Aushin.
Er hat den Bartstadt Rakan gespielt. Idas 3, keine Wincon hier. Ist seine Wincon-Karte Deja 3? Maybe. So, das hier ist das potenzielle Rank-1-Board, wie ich meinte. Allerdings der Ghost davon. Das heißt, nicht speziell gegen Solo aufgestellt. Jetzt ist es natürlich leider so, dass Seraphine-Comps grundsätzlich immer gleich gespielt werden. Kannst du gleich gegen Venus spielen, du stellst sie immer in die Mitte und guckst witzig. Boah, und da kam Deja nicht gegen an, ne? Auch das Morellus ist natürlich sehr nervig gegen Celestial Blessing, was über Seraphine natürlich auch weiter gepockt wird. Jetzt endlich Terra 2. Und jetzt werden wir wahrscheinlich hier auch den Switch in der Frontline sehen. Idas wird verkauft, Shimmer's Gate Item wird als nicht stark genug angesehen. Deswegen jetzt hier auch Bart für Rakan gewesen, weil er wusste, ey, im Late Game werde ich es droppen. Ai. Shiyu natürlich mitnehmen. Und dann die Idas zählen. Triple Stoneplate maybe? Triple Stoneplate, fucking, what am I seeing? So, und dadurch die Items jetzt neu verteilen können. Ionic Spark spielt man lieber auf Shyvana normalerweise. Ich glaube, das war eher ein... wobei Cybernetic Shell wahrscheinlich hier sogar höher einzurechnen. Aber es ist ein Silber-Augment. Zumindest diskutabel. Deja steht sehr gut, nicht in der Bart-Ult drin. Sehr, sehr nice. Und jetzt hier aufgepasst. Die Shyvana ist jetzt diejenige, die entweder das Game gewinnt oder halt eben nicht gewinnen kann. Die Ultimate von Deja wird nicht reichen. Wer lebt noch, ist die Frage. Terra lebt. Terra lebt und Shyvana. Jetzt wird er auch schön zur Ultimate anholen, aber Shyvana holt das vor allem beim Auto-Attack. Wichtiges Duell im Drake-Matchup, weil wenn der rausfliegt, sind nochmal Aoshins frei. Kein Aoshin bis hierhin. Jetzt entscheidet sich doch um, da ist der endlich der Aoshin. Yasuo wird natürlich mitgenommen. Yasuo 2 gehittet. Sehr wichtig. Will er noch weiterrollen? Er weiß es nicht. Er überlegt, ob er erst rollt, wenn der hier rausfliegt. Aber der hat auch nur eine Shyvana. Das ist keiner whatever. Ist Deja 3 hier die Wincon, die ich nicht sehe? Maybe, ne? Also Shiyu droppt man hier nicht wegen Mystic. 18 Gold, maybe 19. Positioning natürlich jetzt ein bisschen tricky. Bart vielleicht hier noch hinterstellen. Hat er eben gemacht, hat sich nicht so gelohnt. Jetzt gucken wir hier auf das 6er Cannoneer-Board. Auf jeden Fall einer der interessantesten kommen. Aber achtet hier vor allem auf Terra, ne? Weil der an Damage hier auch raushauen kann. Er schmilzt trotzdem relativ hin, muss man ganz ehrlich sagen. Deja allerdings nicht getroffen worden von der Hecarim-Ultimate. Shyvana zitiert alle Gegner nochmal. Die Bart-Ultimate ist klasse. Aber Deja platzt und jetzt ist es auf einmal Bart gegen Graves. Das kann er natürlich nicht gewinnen. Und Casey Double. Mit dieser 6er Cannoneer kommt auf First Place Kurs Solo mindestens Top 3. Und jetzt haben wir einen Drake Karussell. Das wollten wir. Aber Shyvana ist schon echt shit. Oh, das ist ein Cannoneer Augment für Casey dabei. Das muss er eigentlich denyen, oder? Weiß gar nicht, ob das worth ist. Entscheidet sich stattdessen für das Sunfire hier. Und jetzt bin ich gespannt, ob er das Cannoneer Augment nimmt. Ist nämlich, glaube ich. Ich meine, eine Senna hitten kann er gar nicht. Und er könnte dafür irgendwas droppen, aber das ist auch nicht wert. Schauen wir auf die Rolls. Oh, das war der Auto-Combine für Deja. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Da ist noch ein Aoshin, aber er bleibt auf Deja. Wer hat Deja 3? Deja 3 ist ein Meme, no? Er spielt Deja durch, ey. Krass. Boah, Deja 3 mit dem Gold. Ich hätte gedacht, dass er alles zählt und für Shyvana 2 geht. Und dann hofft mit Shyvana 2 das Game zu gewinnen. Jetzt sehen wir hier Yone 3. Oh mein Gott, was ist das für ein Traum. Holy shit. Aber Terra ebenfalls Tank. Hier haben wir hier Resistenz-Reduction auf deiner Seite. Sieht nicht danach aus. Idas, bei Terra meine ich natürlich, wird allerdings ordentlich weggebürstet. Eine Ult noch, wäre so wichtig, geht nicht durch. Shyvana jetzt als nächster Tank, der die Bart-Ultimate trifft, nicht Deja. Achtet auch auf den Yasuo, ne? Der muss jetzt hier irgendwie den Yone CC'en. Macht er allerdings nicht. Die nächste Deja-Ultimate wird Yone noch nicht killen. Aber, es reicht trotzdem. Es reicht trotzdem Kenobi jetzt auf 5 AP. Das heißt, selbst wenn es jetzt in die Lage wäre, wäre es nicht so schlimm. Er hat irgendwie Shyvana doch mitgenommen, ne? Ich habe nicht ganz gesehen, wie, aber irgendwie hat er jetzt doch zwei Shyvanas. Und Deja 3 als Wincon. Deja 3 als Wincon. Kein Aoshin in der Drake-Comp hier. Stattdessen die Mirage-Variante, weil er eben auch den Yasuo 2 hat. Space Sword auch wirklich ein guter Effekt hier für Deja. Und jetzt muss er ran gegen ihn. Gegen wen muss Kenobi ran? Gegen Solo. Solo wiederum hat natürlich nicht für ihn aufgestellt, sondern für KC Double. KC Double jetzt, also hier der Konkurrent. Schauen wir mal. Terra wird ordentlich weggeschnetzelt wegen diesem Super Last Whisper, der tatsächlich die Resistenzen ordentlich reduziert. Und Deja hat diesmal Graves gekillt. Deja hat Graves gekillt. Der Varus CC ist 7 Jahre, das war Philos CC, my bad, sorry. Aber das reicht. Das ist ein Win und jetzt Kenobi.
Jone gegen Deja. Und da gewinnt der Jone. Jones Freestyle immer noch broken. Wenn ihr eine Comp sucht, wo ihr den Kopf ausschalten könnt, das ist sie. Mein Gott, hätte man das vorher gewusst, ne? Wäre richtig geil gewesen. Aber das kann er wahrscheinlich sogar auf Shiyu klatschen. Weil macht Shiyu hier was? Ne. Was tankt Shiyu? Nix. Ja, boah. Was für eine Kack-Unit. Wahrscheinlich auf Shyvana dann. Und für Shyvana 2 hoffen. Deja 3 als Wincon. Schauen wir mal, ob der Rest Dejas hält. Kann eigentlich keiner, ne? Keiner hat Economy, um sowas wegzuhalten. 21 Gold. Deja Nummer 7. Jetzt kommt der Rolldown. Drückt die Daumen für Deja. Es ist Bar 2. Und er überlegt, nehme ich ihn überhaupt mit oder riskiere ich hier alles, um 2 Dejas zu hitten? Er sagt, nee, ich nehme ihn mit. Deja Nummer 8. Oh, er hat ihn gerollt. Er hat Deja gerollt. Oder war das kein Deja? War das Shiyu Yu? Oh, das tut natürlich jetzt richtig weh. Das war Deja. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich meine, klar, ne, der Druck ist hoch und da muss der erstmal alles immer noch perfekt hitten. Ne? Also es ist natürlich jetzt leicht, hier ins Backseat Girl von der Seite reinzureden. Oh, schöne Bardul, schöne Bardul diesmal. Dadurch überlebt der Yasuo hier nochmal für eine weitere Ult. Vielleicht noch eine? Nein, leider nicht. Der Braum tankt natürlich jetzt hier viel weg. Das Sunfire hilft nicht so richtig. Aber jetzt diese Ultimate, die misst Yone. Aber das reicht. Kenobi ist raus. Top 2 at least. Und jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir ein bisschen hoffen. Oh. Und jetzt muss er Deja zählen, I guess. Aber da hat er... Nee, da ist ja noch ein Deja. Oh Gott, ich hätte den Deja gerollt. Hey, hätte ich nicht. Ich hätte nur Gold gehabt. Boah. What just happened? Was habe ich verpasst? Wir haben nur noch einen Deja. Er hat die Dejas getroppt. Er hat sich für Shyvana 2 entschieden. Wo ist das zweite Sunfire hin? Auf Shiyu Yu. Für mehr Tankiness. Wir haben keine AP-Bar des Gegners. Ich kotze im Strahl. Warum? Da gucken wir bei ihm. Da haben wir auch keine. Fantastisch. Danke für gar nichts. Aber das reicht. Shyvana 2 Power Spike reicht. Dann kann er den Deja jetzt fast hier noch sehen. So, dadurch sind wir jetzt am Max der Comp angekommen. Keine weitere Wincon. Es ist jetzt Shyvana 2 or nothing. Gucken wir mal. Was kann der Gegner hier noch verändern? Eigentlich gar nichts. Ne? Seraphine 2. Seraphine 2 ist noch Power Spike wegen Graves. Der kann die Seraphine Ult vierfach verwerten. Position von Hekarim. Vielleicht fragwürdig. Dann hier der Bar 2, ne? Der klatscht natürlich auch nochmal. So, du musst vor allem Positioning finden, wo der Shiyu Yu so schnell rausläuft, dass die Bart-Ultimate ihn nicht trifft. Jade, Statue zu spät gezogen. Dadurch nicht hier, wo sie eigentlich hin soll. Deja deswegen mit weniger Attack-Speed und zwar 10% und 2% Healing sind auch weg. Kann aber Positioning-mäßig sogar besser sein, weil dadurch natürlich die Bart-Ultimate Deja nicht trifft. Das war wichtig. Graves trotzdem jetzt hier relativ unbekümmert, ist jetzt in diesem Moment down. Und das ist der nächste Win, meine Damen und Herren. 0 HP stehen da solo mit dem Win. Mega stark. Danke an Mortok für den Idas, den wir bekommen haben. Dann die richtige Entscheidung getroffen, Deja zu droppen für Shyvana 2. Und die Hoffnung lebt. Solo mit 8 Punkten in dieser Runde. Schafft es dadurch also tatsächlich wieder näher ranzukommen. So wichtig. Der wichtigste Sieg, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann ist es gut, wenn du ein Ass wie Solo hast, der die Wand einfach einreißt. Wunderbar gemacht. Ganz, 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 ganz dickes Kino hier. Und jetzt schauen wir natürlich sofort hier, ne? Wo ist aktuell der Cap? Der Cap sieht nach 41 aus und er wäre eher bei 40. Aber das sind wahrscheinlich einige Runden noch nicht gespielt, ne? Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen durchklicken. Ja, ich weiß, nur Lesezugriff und ich darf nicht weitergehen. Wo sind die Rounds? Hier ist die Round. Round, was haben wir? 8. Hier, eine Lobby ist noch nicht fertig, aber das ist die von Solo. Das heißt, die Punkte müssten tatsächlich hier schon ready sein. Und dann wäre Solo 2 Runden vorhin, der nur noch einen Punkt von der Top 8 entfernt. Ein besseres Finish kann es gar nicht geben. Absolut geil. Mega sick. Oh, übel geil. Leute,
Grüße gehen raus an den Zweitkanal, wo das hier auch kommt. Alter, was ein Banger, ne? Ich hoffe, euch gefällt. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr sowas öfter sehen wollt. Das Feedback zum ersten Cast war insane, deswegen kommen die weiteren. Denkt dran, die Games sind schon ein bisschen her. Lasst euch also nicht spoilern und genießt natürlich auch wieder übermorgen den nächsten Cast. Und morgen in den Banger um 11. Checkt Solo aus unbedingt, ne? Er spielt das überragend. Liebe Grüße an ihn. Ich hatte ihn vorher auch extra noch gefragt, ob es fein ist, wenn ich seine Games spectate. Er meinte, yo, kein Ding. Deswegen nur Liebe für den Mann und geil. Sehr, sehr geil. Er wird hier sein. Vielleicht kann ich auch ganz kurz warten, bis das aktualisiert ist. Ah, egal, wir können ja selbst im Kopf rechnen, ne? 32 plus 8 ist 40. Er wäre auf Platz 9, Alter. Let's go.